Ja, ich denke, dass die Hütte im Prinzip hier beginnt. Aber dann eben in die Richtung. So, ich mach mal wieder so ein 5x5 Grundriss. Jetzt mal nochmal eben auf der Karte nochmal eben schauen, das wäre jetzt sozusagen hier. Ja, wenn dann noch das Dach noch drüber kommt, ja, warum dann nicht, ne? Dann ist es hier so und dann macht das hier so die Runde. Ja, das finde ich ganz schön. Mal gucken mit dem Farmer, ja, der mit dem Feld, der ist jetzt ein bisschen hier schon so ein bisschen zentral dann, aber ja, müssen wir mal gucken. So, dann haben wir den Boden, dann wäre dann mal hier aus dem dunklen Holz gemacht, das sieht ja nicht auch ganz gut aus. Habe ich denn da noch was von dabei? Nee, das müsste ich hier hinten. Vermute mal, das ist hier. Nee. Sonst müssen wir uns einen fällen. Nee, da war auch nichts. Da haben wir noch 6 von denen. Ich packe hier mal den Bogen mal rein, hier so als Thema. Ich glaube, es ist schon Nacht. Ja. Gut, dann wollen wir uns mal hier ein bisschen Holz mal eben holen. Die stehen ganz schön dicht, ne? So, jetzt nicht mehr. Hier ist noch einer. So, ich pflanze sie gleich schon mal nach. Komm, den nehmen wir auch mal mit hier. Also ich denke mal, dass wir die Schmiede vielleicht ein bisschen größer machen. Wir haben hier 1, 2, 3, 3x5. Hier haben wir jetzt 5x5. Ich würde die mal... Lass die mal 5x5. Und bau mal den Boden hier aus diesem Spruce Lock.
Aber eben das Unbehandelte hier. Das ist doch mal ein anständiger Boden, ne? Ich meine, wir müssten hier noch mal einen weiter in die Richtung. So, die Wände. Ich würde sagen, dass wir dieses Thema hier mit den geschälten Holzstämmen weiter fortführen. Dann spendieren wir eben hier wieder so einen Sockel hier aus, vielleicht wieder aus diesem Stein, ne? Da haben wir ja noch Stone Bricks, haben wir ja noch da. Auf dem Spruce. Moment. Nee, da haben wir keine mehr von. Ach, hier ist ja noch eine Kiste, die habe ich die ganze Zeit gar nicht gesehen. Muss ich mal eine Fackel hinmachen hier. Da haben wir ja noch hier von den Steinen, welche wir noch Cobbles, die können wir mal auf den Ofen packen. Ne? Genau. Und da haben wir ja auch noch von dem Spruce Lock noch welches. Das nehmen wir schon mal mit. Tür mit dem Spruce. Eine Kiste sollten wir uns vielleicht schon mal hinbauen. Na. Mal eben schnell durch den Regen hier mal eben durch hier. So, wie hoch haben wir das hier? 3, ne? 1, 2, 3. Mhm. Ja, auch wenn es jetzt hier regnet, soll uns das jetzt nicht davon abhalten, hier die Hütte zu bauen. Da müssen wir jetzt einfach mal eben so durch. Man erkennt auch gar nicht so richtig, ob jetzt schon Nacht ist. So, ich würde sagen, den Eingang machen wir hier. Packen uns hier schon mal so eine Kiste rein. Da haben wir jetzt da diese dunklen. Müssen wir mal gucken, ob wir wieder mit Holz das absetzen. Ich denke mal, wir machen die so ähnlich wie diese Hütte hier, ne? Auch von der Größe her ähnlich. 2, 3, 4, 5, genau, das ist dann so diese Größe. Das ist man auch nicht zu groß, ne? Ne, ja, das geht. Für so eine Schmiede ganz okay.
Ja, vielleicht bekommen die Schmieden dann auch nochmal so einen Außenbereich mit so einem kleinen Vordach hier vielleicht für noch so eine Außenofengeschichte hier oder so ein kleines Lager hier für Kohle, Steine, Stahl, was auch immer die da so verarbeiten. So, ich wollte hier das Holz mal eben reinsetzen. So. Wie wird das nicht mit der Tür gemacht? Aber die hat da. Naja, So, die Dachgeschichten würde ich dann auch vielleicht aus dem Dunklen machen. Haben wir hier von denen welche. Und dann haben wir noch das Clear Glass. Das sieht ja auch gut aus. Na? Also ich muss mal hier mal den Rucksack mal reingucken. Da ist ja das Essen drin. Diese Rucksäcke, die kann man leider nicht färben. Und hier haben wir. Achso, hier haben wir noch Kohle. Ein bisschen hier von dem Lehm. Unsere Säfte und noch die Werkzeuge. So, da muss man mal eben sehen. Achso, ich wollte ja noch hier von den Bruce Slabs noch welche mitnehmen. Na, okay. Ich glaube, es ist Nacht. Ich versuche mir mal immer hier hinzulegen. Ja. Viel besser. So, ich pack mal eben mal so ein paar Sachen in die Kiste, die wir jetzt gerade nicht brauchen hier beim Bauen. Machen wir mal hier schon mal so ein Bett vielleicht schon mal rein. Na, vielleicht hier. Ohne Werkbank. Oder hier eine Werkbank. Und dann hier den Schleifstein. Im Prinzip hier sein Werkzeug. Vielleicht tauschen wir die Sachen nochmal. Das sieht hier so ein bisschen eingeengt aus. Fällt mir gerade nicht. Genau, das ist doch schon besser. Das lassen wir jetzt erstmal eben so. Na? Alles klar? Kommst du mich besuchen?
So.